Wo ich davor stehen geblieben war, ist, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, speziell und spezifisch auf einzelne Großfische angeln zu können. Ich habe, wie gesagt, einmal die Option oder die Möglichkeit gehabt, dass ich mit Jerome, haben wir einfach mal einen Gruppentrip gehabt und da hat Jerome mich zur Seite genommen und sagte, hör mal, diese Woche ist die Chance auf Bichette, einer der größten Fische im Gouloir, absolut fast bei 100%, dass der diese Woche fällt. Ich sage, ja, ja, ich sage, ne, stelle ich oder wünsche ich mir auch immer, bevor ich losfahre. Da sagte Jerome, nein, er führt eine Liste gerade über die großen Fische in den einzelnen Gewässern und er könnte genau sagen, dass der Fisch in dieser Woche fällt. So, und die Woche fing dann an zu laufen. Wir hatten auch alle unsere Fische und wurde auch richtig gut gefangen. Und wie es dann so kommen musste, am, ich glaube, dritten oder vierten Morgen war unser, also zwei Stellen weiter von uns, gab es auf einmal einen großen Aufschrei. Alle Leute liefen direkt dahin und ne, was denn da, also wir wussten schon, dass es sich um großen Fisch handeln würde. Ja, und siehe da, Bichette war im Kescher. War halt eine Thematik oder ein Fall, wo ich gesagt habe, okay, ne, lasse ich mir gefallen, kann vorkommen. Das Ganze hat sich dann weitergesponnen. Wir hatten letztes Jahr das Vergnügen, oder nee, dieses Jahr war es sogar, dass wir mit dem Teamtreffen von Nash nach Ungarn zu Meregne gefahren sind. Und im Vorfeld, wo wir uns bereits um die Stellen gekümmert haben, sagte Jerome, wenn ihr dahin fahrt, dann fahrt in der und der Woche, dann habt ihr die reelle Chance, den großen Fisch, wir sprechen momentan irgendwie, ich glaube, von knapp 47 Kilo, dass der fallen könnte. Das war so. Ja auch schon ein Jahr im Vorfeld. Das war, ich glaube, schon sogar schon anderthalb Jahre im Vorfeld. Ja. Aufgrund der Ereignisse, die sich natürlich damals da im Gouloir ergeben haben, habe ich natürlich direkt die Chance ergriffen, weil die Woche halt auch noch für uns zur Verfügung stand. Wir haben dann die Woche auch genommen, sind mit allem Mann dahin gefahren. Ja, und am Ende des Tages, lange Rede, kurzer Sinn, zwar leider wieder nicht bei uns, eine Stelle quasi neben uns, ist am vierten Morgen kam auf einmal die Meldung per Facebook, dass der große Fisch halt gefallen worden oder gefangen worden ist. So, und daran könnt ihr einfach sehen, also erstens, man kann natürlich durch wenn man sich einfach mit den Seen beschäftigt, es macht in meinen Augen keinen Sinn, dass man eine Woche mal hier hinfährt, eine Woche mal dahin fährt. Kann funktionieren, aber in den meisten Fällen wird man immer ja, so semi-optimal Erfolg haben.